willst doch nur spielen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bärensimulator. Der Wind pfeift mir von einem Ohr quer durchs Hirn. Und ich muss jetzt versuchen, auf dieses kleine, miese Steinchen zu springen. Drüber laufen wird wahrscheinlich nicht gehen, wie ich mein Glück kenne. Oh Gott, das ist so eine fiese Aktion, ey. Wer sich das ausgedacht hat, gehört geschlagen. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Geht's noch schmaler hier? Da hängt man doch voll fest dann an der Kante, wenn man darüber springen will. Ich ahne das doch schon. Man hängt da irgendwie fest und fällt dann da runter. Ah, scheiße. Okay, das war gut. Geh weg, du Stein. Ich will nicht an dir hängen bleiben. Geh weg. Oh Gott. Ich habe einen Fußball. Ein Fußstein. Ein Massagestein für den Fuß. Für die Tatze. Ein Tatzenstein. Okay, da vorne sind Ranken und da oben ist ein Pilz. Und da, oh, da geht's noch weiter, wieso? Und dieses blöde Windrauschen. Ich raste aus, ich hab doch nicht ge... Ha! 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 Nein! Nein! Ich hab's geahnt, so eine blöde... Gimme! Okay, wir machen es diesmal machen wir es mit Taktik. Wir respawnen an... Wieso kann ich denn nicht am Strand spawnen? Calypso Mountain, Shepherd Lake, Kickstarter Island, Ancient Caves, Spooky Woods. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als Kickstarter Island zu nehmen. Dann laufe ich jetzt von Kickstarter Island über den Strand zurück. Ich glaube, das geht am schnellsten. Warum gibt's denn keinen Teleport-Schwamm für den Strand direkt? Wahrscheinlich... Wahrscheinlich, weil der Entwickler sich gesagt hat, ja, der Strand, da muss man ja nicht spawnen können. Weil wer stürzt schon da ab an dieser fiesen Jump'n'Run-Passage? Ich hasse solche fiesen, gemeinen Passagen. Ich glaube, ich gehe jetzt doch erstmal in die Ancient Caves da oben, dass ich wenigstens mal was schaffe. Ich kletter jetzt da hoch, gehe in die Ancient Caves, an der Stelle, wo man da reingehen kann, gucke, was ich da finde und wie ich da vor allem noch wieder rauskomme. Und dann versuche ich nochmal den Gipfel zu stürmen. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ich meine, wie oft kann man da runterfallen? Irgendwann muss ich es ja mal gelernt haben. Nicht wahr? So, jetzt ist hier wieder dunstig. Also ich meine, dieser Weg ist schneller als der eigentliche Weg vom Calypso Mountain Anfang. Vom eigentlichen Anfang, vom Calypso Mountain. Kann mich da auch täuschen, aber ich meine, ich habe die Zeit jetzt nicht gestoppt. In der Aufnahme im Schnitt sehe ich es ja dann, wie lange es gedauert hat. Aber ich meine, das geht schneller hier rüber, über den Weg. Wenn man noch direkt am Strand sich hin teleportieren könnte aus der Höhle, dann würde es noch schneller gehen. Aber naja, das kann man ja leider nicht. Vielleicht kommt es auch unterm Strich aufs selbe raus von der Zeit her. Weil mein Bär ist ja doch recht schnell unterwegs eigentlich. So, also die Anfangspassage hier mit der eingestürzten Brücke, das kriege ich ja mittlerweile schon ganz souverän hin. Sagte er und stürzte in den Tod. Wo hänge ich denn jetzt hier wieder? In dem blöden Ast. Mann, lasst mich los, Äste. Die Äste geben mir die Reste. Oh. Oh. So, Moment, jetzt hier ein bisschen rennen mit Anlauf, genau, und drüber hupfen. Ist es hier eigentlich ein Eingang? Wartet mal. Ach du Scheiße. Bin ich... Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, ich wäre abgerutscht und käme da nicht wieder hoch. Das wäre eine schöne Wurst gewesen wieder. Da hätte ich mich sowas von gefreut, da hätte ich Purzelbäume geschlagen vor Freude.
Merkt man, dass ich leicht übermüdet bin gerade? Aha, scheiße. Das ist ja immer noch die Aufnahmesitzung, die ich mache, um das, um die Wartezeit auf das nächste ARC-Update zu überbrücken. Das eigentlich schon vor Stunden hätte veröffentlicht werden müssen, aber so pünktlich wie die immer sind. Hey, wartet mal, hier ist ein Strich. Guckt mal, hier ist ein Geheimgang. Da hinten ist irgendwas. Dahinter. Da war ein Schlitz. Ich habe ihn gesehen. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. So, jetzt gehe ich erstmal hier in diese Ancient Caves, die hier noch sind. Jetzt will ich wissen, was da unten ist. Wenn ich sonst schon nichts finde, dann finde ich vielleicht da unten irgendwas. Vielleicht die letzte Web Orb. So. Oh Gott, das ist hier wieder... Die Ancient Caves sind wieder viel zu dunkel. Und der Rest ist zu hell. Jetzt sehe ich hier wieder die Tatze nicht vor Augen. Okay, hier ist ein Fenster, wo ich nicht durchkomme. Ach du Scheiße, Spinnen. Eine Spinne. Eine Spinne geht immer noch. Ach, die sind ja easy zu killen, wenn man rückwärts ausweichen kann. Lol, die Spinnen, wenn die weg sind, dann leuchten die nicht mehr und dann sieht man gar nichts. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ihr wisst es wahrscheinlich auch. Da unten ist dieser unheimliche große Hallengang mit dem Baum in der Mitte. Und hier ist bestimmt irgendwo noch so eine Web-Orb. Bestimmt ist hier eine. Hier ist irgendwo eine Fledermaus. Und ich höre eine Made schmatzen. Da hinten, da drüben. Aber erstmal hier die Keule. Max Health ist immer gut. Maximum Health. Juhu! Ancient Grub. Wartet mal. Hä? Ich kann durch die Decke springen, ist klar. Was man halt so kann, ne? Einfach mal so den Kopf durch die Decke stecken. Das ist besonders lustig, wenn über einem noch welche wohnen. Nein, jetzt hänge ich hier zwischen den... Ich wollte gerade sagen. Da wäre jetzt sowas von eskaliert. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo es weitergeht. Guckt mal. Haha, ich bin so schlau. Ich habe es rausgefunden. Ah, eine Ratte. So nicht. Wenn hier einer schnuppert, dann bin ich das. Und nochmal Fleisch. Ein Kissen. Giant Pillow. Plus eins Bett. Potential Bett. Juhu. Ich habe ein neues Bett gefunden. Läuft. Läuft bei mir. War das jetzt hier alles? Moment mal. Kann ich hier raus? Durch den Schlitz? Nee, geht nicht. Frage ist ja jetzt, gibt's hier noch was? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah nein, warum komme ich nicht raus? Wieso denn nur? Wieso denn nicht? Oder muss ich hier irgendwo anders lang noch? Ach komm jetzt. Wieso komme ich denn da nicht raus? Oder muss ich hier irgendwo eine Wand eintreten oder so? Nee, nicht wirklich, oder? Hier durch kann ich ja auch nicht. Das ist zu eng, offensichtlich. So adrett bin ich leider nicht. Wisst ihr was? Wir speichern einfach mal. Und dann sagen wir nämlich Back to Den. Das ist die einfachste Lösung für das Problem. So. Und nun teleporten wir uns nochmal zu die Calypso Mountains. Ach nee, scheiße, ja egal. Ich wollte mich ja zuerst zum Strand teleporten. Wurst. Ist Wurst. Ich weiß ja jetzt, wo ich lang muss. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich weiß, wo ich lang muss. Wir haben noch 10 Minuten in dieser Folge. Eigentlich ja reichlich Zeit, um... Ja. Ne? Um den Gipfel noch zu stürmen. Hier, Moment, hier muss ich lang.
muss mich rechts halten. Hier an dieser Einrichtung einfach rechts halten. Nee, Moment mal. Hier muss ich lang. Nee. Das war doch richtig. Goddammit. Wie oft will ich's denn eigentlich hier mich noch verlaufen? Einfach hier durch. Einfach durchlaufen. Einfach geradeaus. Durchlaufen, dann rechts. So. Dann einfach den Berg hoch. Ganz entspannt. Unter diesem komischen, hässlichen Baum durch. Kribbeln. Ich bin schon ganz kribbelig. Meine Nase juckt irgendwie die ganze Zeit. Das muss an dem Schnurrbart liegen, an dem falschen. Der ist voll haarig. Den muss ich mal ablegen. Irgendwann. Irgendwann muss ich den sowieso mal loswerden. Meine Tarnung ist eh schon aufgeflogen. Jeder erkennt mich. Ha. So, also. Jetzt nochmal ganz in Ruhe und entspannt. Oh Gott. Man kann keinen Doppelsprung machen. Das ist auch so fies. Wenn man springt und gelaufen ist, dann kann man nicht nochmal direkt danach springen. Das ist ganz fies, die Falle. Eine saumäßig fiese Falle ist das. Damit wollen sie arme kleine Bären in die Falle locken. Hier kann man auch nicht einfach mal so nochmal springen. Das ist auch fies. So. Huhu, Winnie Pooh. Winnie Huhu Pooh. So, der Part ist ja noch recht leicht, ja? Der Part ist noch easy. Jetzt beginnt die eigentliche Qual. Ab hier. Oh Gott. Werde ich es je schaffen? Ich muss es schaffen, komm. Aber jetzt mit Geduld und nicht hetzen. Oh Gott, ich denke immer, ich springe da direkt in dieses blöde Loch. Es sieht aber auch immer jedes Mal so aus, als wenn man da direkt reinspringt. Gibt es hier nicht irgendwie eine Abkürzung? Oh, dieses Heulen von diesem Wind. Wenn dieses Heulen von diesem Wind nicht wäre, ohne Witz, dann wäre das Ganze hier viel leichter. Ich kann eigentlich auch immer über zwei Steine drüber springen. Das ist viel besser. Und diese blöden kleinen Steinchen, die dann immer im Weg liegen noch. Das ist so gemein. Oh, kannst du nicht einfach da vorbeilaufen? Genau so. Brav. Oh, ganz entspannt jetzt, komm. Ich muss bei einigen von diesen Steinen auch gar nicht springen, fällt mir mal gerade so auf. Ich bin mir nur nicht sicher, wann ich springen muss und wann nicht. Das ist nicht so einfach. Oh, scheiße. La 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 la. Nein! Dass man aber auch an der Stelle nicht mal respawnen kann irgendwo. Dass man da schneller hinkommt irgendwie. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr, den Gipfel zu stürmen. Ihr habt mir nämlich den Tipp gegeben. Ich habe schon längst Zugriff auf neue Betten. Die muss ich aber hier irgendwie auswählen bei denen. Guckt mal hier zum Beispiel Pile of Clothes. It kind of smells, but it's better than dirt. So, jetzt habe ich das hier ausgewählt und jetzt liegt hier nämlich ein Haufen Klamotten. Wenn ich jetzt auf das Kissen gehe, dann liegt da ein schönes Kissen. Und ihr seht, die Werte, die mir das regeneriert, wenn ich auf dem Kissen schlafen würde, die sind viel besser, als wie wenn ich nur auf dem Dreck schlafe. Ich habe sogar schon ein Portal, ein Portal of Darkness. Guckt mal. 1% oder 100%, das verstehe ich nicht so ganz. Wollen wir mal da drauf schlafen? Bin mal gespannt, was passiert. Was, only popular with hooligans? Boah, das ist zu psychedelisch, wartet mal. Das geht nicht. Ich nehme mal über das Kissen. Also das Kissen ist bis jetzt das beste Bett, was ich gefunden habe. Aber da gibt es noch einige Betten, ne?
Da gibt es noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Obwohl, nee, eigentlich nur noch eins. If you find this, you might need to ask for help to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ich habe auch noch einen Tipp bekommen, wo ich das Katzenbett finde. Ich erinnere mich. Da muss ich zu Shepherd Lake. Wartet mal. Da müssen wir ja nicht hinlaufen. Da können wir uns ja hinbeamen. Da gehen wir jetzt mal kurz zu Shepherd Lake und versuchen jetzt mal das Katzenbett aufzuspüren. Shepherd Lake. Calypso Mountain, Shepherd Lake. Hololololop. Hololololop. So. Und jetzt habe ich eine Beschreibung bekommen, wo dieses Katzenbett zu finden sein soll. Die habe ich jetzt gerade nicht offen. Den Fuchs, den töten wir da erstmal. Backpfeifen Power. Red Fox. Irgendwo unter einer Brücke. Das weiß ich noch. Das war die Beschreibung. Unter einer Brücke soll dieses Katzenbett irgendwo rumstehen. Und wenn ich das Katzenbett zu der Katze auf dem Calypso Mountain bringe, dann ist die meine Freundin, die Katze. Ich weiß nur leider nicht, welche von den 3 Milliarden Brücken hier gemeint sind. Da muss ich nochmal genau nachgucken. Da war noch ein bisschen mehr geschrieben dazu. Da weiß ich gerade nicht mehr genau, wo das jetzt genau ist. Aber irgendwo hier auf jeden Fall. Irgendwo hier. Ich weiß gar nicht mal, wie ein Katzenbett eigentlich aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß es nicht mehr. Und irgendwo soll es ja auch noch Pommes für den Hasen geben, für den Vollgefressenen. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Da weiß ich auch nicht. Da hat mir auch noch keiner einen Tipp gegeben, wo ich die herbekomme. Weil es ist ja bisher immer so gewesen, alles, was ich an essbaren Sachen gefunden habe, habe ich ja immer selbst gefuttert. Das konnte man ja alles gar nicht aufnehmen. Also so aufheben und so. Deswegen bin ich mir da gar nicht mal so sicher, ob ich die nicht vielleicht schon selbst gefressen habe. Hallo? Stirb. Stirb einfach. Und lass dich essen. Lass dich doch essen. So, die Frage ist jetzt unter einer Brücke. War das vielleicht... Moment, hier ist eine Brücke gewesen. Hier, hier, hier. Kann das hier gewesen sein? Mal ganz in Ruhe gucken. Da ist ein Teil von der Brücke auf jeden Fall. Da sind Rohre. Ich glaube, die Beschreibung bezieht sich auf diesen Ort. Aber ich meine eigentlich, dass ich hier alles abgesucht hätte. Wahrscheinlich nicht gut genug. Aber hier ist auch nichts. Ich sehe hier nichts, was wie Katzenbett aussieht. Verstehe ich nicht. Es ist vielleicht doch nicht hier. Dann ist es vielleicht irgendwo anders. Wartet mal, wir gucken nochmal genau. Gucken wir mal hier hin. Muss die Beschreibung nochmal lesen. Muss ich mir echt nochmal durchlesen. Aber wartet mal hier. Mal hier drunter durchgehen. Vielleicht hier in der Ecke? Nö. Ah, wartet mal hier. Hier war ich schon mal. Hier habe ich eigentlich alles abgesucht. Aber vielleicht ist es doch irgendwo hier. Brücke. Das ist auf jeden Fall eine Brücke da. Würde ich jetzt mal sagen. Also meine bescheidenen Architekturkenntnisse sagen mir, dass das hier eine Brücke ist. Und hier habe ich auch schon einen Karton gefunden, das weiß ich, aber da konnte ich nichts mitmachen. Hier, da drüben.
Genau, da hat es gesummt drinne. Ich verstehe nicht, warum es da gesummt hat. Aber sonst ist hier nichts. Nur Kartons. Hm. Ah, ich hab's. Okay. Ich habe wieder mal beim ersten Mal hier durchgehen nicht gründlich genug geschaut. It's practically brand new. A cat would love this. Okay. Dann nehmen wir dieses Katzenbett jetzt mit. Und mir bleibt mal wieder nichts anderes übrig, als die Folge zu beenden. In der nächsten Folge gehen wir nochmal zu den Calypso Mountains. Ja. Und dann liefern wir der Katze ihr Bett ab. Und dann haben wir wieder einen neuen Tierfreund. Bis zur nächsten Folge Bärensimulator. Bis dann, ciao, ciao.